In der letzten Beauty-Retusche im Teil 1 habe ich mich mit der Frequenztrennung beschäftigt. Heute zeige ich dir das Hautabpudern mit Photoshop. Mein Name ist Jürgen Schütz und herzlich willkommen in der wunderbaren Welt von Photoshop. Bevor ich jetzt hier starte mit dem Hautabpudern, möchte ich dich nochmal auf das letzte Video hinweisen. Da oben rechts blende ich dir die Beauty-Retusche mit der Frequenztrennung ein. Check diese aus, denn da kannst du dir meine Aktionen zur Frequenztrennung kostenlos herunterladen. Okay, was haben wir im letzten Video gemacht? Ich habe als allererstes hier die Frequenztrennung angewendet und du siehst jetzt hier auch schon wunderbar, wie toll doch die Flecken und Pickelchen aus der Haut meines Models verschwinden. Danach ist mir aufgefallen, dass hier beim Fotografieren der Träger nicht richtig gesessen hat. Das habe ich korrigiert, indem ich das ein wenig gestempelt habe. Bevor ich jetzt zu dem Schritt Hautabpudern kommen kann, benötige ich als allererstes eine neue, komplett zusammengefügte Ebene. Die bekomme ich mit Steuerung Alt, Shift und E. Diese neue Ebene werde ich gleich umbenennen in Hautabpudern. Die Ebene Hautabpudern werde ich in einem Smart-Objekt umwandeln. Das erreiche ich hier oben über Filter für Smart-Filter konvertieren oder indem ich jetzt hier in dem leeren grauen Bereich mit der rechten Maustaste draufklicke und jetzt hier in Smart-Objekt konvertieren klicke. Beide Varianten sind identisch, kannst du wählen, welche du haben möchtest. Sobald ich die Ebene zu einem Smart-Objekt konvertiert habe, werde ich diese Ebene invertieren. Invertieren kann ich die Ebene mit Steuerung und I und Achtung, jetzt nicht erschrecken. Sobald die Ebene invertiert wurde, kommt der erste Filter ins Spiel. Da hole ich mir jetzt hier den Filter unter sonstige Filter, den Hochpassfilter. Jetzt ist es so, mein Foto hat eine geringe Auflösung. Ich habe es hier nur eine Bildgröße von 1600 Pixel. Aus dem Grund werde ich hier beim Hochpass nur einen sehr geringen Wert eintragen. Bitte bedenke, die Werte, die ich hier einstelle, sind nicht zwingend übertragbar auf dein Foto. Wenn du jetzt ein größeres Bild hast, mit 6000 x 4000 Pixeln zum Beispiel, kannst du da locker zwischen 15 und 20 Pixeln hochgehen. Musst du ausprobieren, inwieweit das bei dir Anwendung finden wird. Ich gehe jetzt hier auf 3 Pixel und noch einen kleinen Tipp am Rande. Der Wert sollte durch 3 teilbar sein. Also verwende jetzt hier nicht 4, 7 oder 11, sondern 3, 6, 9, 12, 15, 18 oder 21. Also immer durch 3 teilbar. Okay, ich verwende hier 3 Pixel, bestätige das Ganze mit OK. Und danach werde ich die Hautabpudern-Ebene in den Mischmodus strahlendes Licht umstellen. Wir haben jetzt eigentlich mit einem Filter, der schärft, Unschärfe erzeugt. Das Ganze ging nur deswegen, weil ich das Bild vorher invertiert hatte. Wenn jetzt Schärfefilter Unschärfe erzeugen, dann müssten doch eigentlich Unschärfefilter Schärfe erzeugen. Das genau werde ich mir jetzt auch zunutze machen. Ich gehe hier oben auf Filter, Weichzeichnungsfilter und ich werde hier den Gaußschen Weichzeichner mir ins Bild holen. Beim vorherigen Filter hatte ich gesagt, dass der eingestellte Wert durch 3 teilbar sein muss und hier kommt genau der Pixelwert herein, der das Ergebnis wäre. Also 3 geteilt durch 3 ergibt 1 und genau den Radius von einem Pixel trage ich hier ein. Hättest du 6 Pixel im vorherigen Filter eingeschaltet, müsstest du jetzt hier 2 eintragen. Hättest du 9 im vorherigen Filter eingeschaltet, müsstest du jetzt hier 3 eintragen. Bestätige alles mit OK. Ich sehe jetzt noch nicht allzu viel mehr. Es ist immer noch recht unscharf. Aus dem Grund werde ich mir jetzt hier eine invertierte Maske über den ganzen Smart-Filter legen. Mit der gedrückten Alt-Taste und dem Maskensymbol erhalte ich eine schwarze Maske. Und jetzt kann ich mit einem weißen Pinsel mir die Bereiche in das Bild malen, die weich gezeichnet werden sollen. Und Achtung, übertreibe es nicht. Gehe jetzt hier nicht mit 100% ran, sondern allerhöchstens mit einer Deckkraft von 50%. Fahr lieber ein bisschen öfter rüber, als dass du dein Bild einfach zermatscht. Und zwar nur über diese Stellen, die wirklich eine Abruderung benötigen. Zum Beispiel diese hier. Achte darauf, dass du nicht über die Kanten malst und das Ganze nur so ganz dezent überall anwenden wirst. Genau so. Und überall nur da, wo du der Meinung bist, hier hätte das Ganze noch ein bisschen Puder vertragen können.
Bei schweren Fällen kannst du mal auf 100% gehen. So, ich denke, das soll auch schon reichen. Ich zeige jetzt einmal das Vorher, Nachher. Ich zoome raus. Das war das nur mit der Frequenztrennung und das war nach dem Abrudern. Nur Abrudern. Es ist ein minimaler, weicherer Effekt, ohne dass dir die Hautporen zerstört werden. Natürlich müssen jetzt hier die unteren Bereiche auch abgepudert werden, insbesondere in dem Bereich hier. Da fahre ich einmal mit 100% drüber. Und hier werde ich ganz kurz ein bisschen das Ganze bereinigen. Versuche auch nicht über die Kanten zu malen, sondern nur ganz grob in der eigentlichen Fläche. Wir vergleichen noch einmal Vorher, Nachher, Vorher, Nachher. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das im Video für dich ersichtlich ist. Probier es aus. Die Aktion für das Hautpudern werde ich dir wieder kostenlos zum Download auf meiner Webseite zur Verfügung stellen. Check das aus. Das Hautabpudern eignet sich ja insbesondere dann, wenn die Frequenztrennung nicht überall hundertprozentig gesessen hat. Das war's heute von mir. Ich würde mich freuen, wenn du dieses Video an deinen Freunden, die sich auch für die Fotografie interessieren, teilen würdest. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Da unten befindet sich der Abonnieren-Button. Nie wieder ein Video von mir verpassen. Abonniere jetzt den Kanal. Folge mir auf Facebook. Besuch mich auf meiner Webseite. Alle URLs dazu befinden sich in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Mach's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.